Domradio. Neues aus Kirche und Religion. Papst Franziskus hat seine Nähe zu den Opfern der jüngsten Schusswaffenangriffe in den USA bekundet. Am Sonntagmittag betete er gemeinsam mit tausenden Pilgern und Besuchern auf dem Petersplatz für die Toten und Verletzten der Attacken in Texas, Ohio und Kalifornien. Durch Schüsse in Dayton im Bundesstaat Ohio kamen in der Nacht zum Sonntag 9 Menschen ums Leben. Am Samstag erschoss ein Mann mindestens 20 Menschen in Texas. Bereits vor einer Woche hatte ein 19-Jähriger in Kalifornien 3 Menschen und sich selbst mit einem Sturmgewehr getötet. Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki appelliert an die kulturinteressierten Bürger, ihre Freude und Begeisterung für Musik, Kunst und Literatur an andere Menschen weiterzugeben. Diese Vermittlungsleistung sei wichtig, weil die breite Masse kulturelle Einrichtungen meide, sagte Kardinal Wölki im Wort des Bischofs von diesem Sonntag. Wölki verwies zudem darauf, dass auch Kirchen wunderbare Orte der Kultur seien. Das Wort des Bischofs finden Sie auf domradio.de. Nicht nur Politiker und Verwaltungsmitarbeiter, auch Kirchenvertreter haben immer häufiger mit Anfeindungen zu tun. Die evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz und Hessen registrieren eine wachsende Zahl beleidigender E-Mails, haben aber bislang von Strafanzeigen gegen die Verfasser abgesehen. Der Ton ist auch bei uns ruppiger geworden, sagte Stefan Krebs, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, dem evangelischen Pressedienst. In der evangelischen Kirche im Rheinland beobachten die Verantwortlichen, dass beleidigende Schreiben zunehmend auch unter Klarnamen abgeschickt werden und beklagen eine verbale Aufrüstung. Der Erzbischof von Washington, Wilton D. Gregory, hat US-Präsident Donald Trump vor Spaltung der Gesellschaft gewarnt. Alle seien aufgefordert, eine Sprache abzulehnen, die eine andere Person wegen ihrer Rasse, Religion, Geschlechts, Alters, Kultur oder ihres ethnischen Hintergrunds diffamiert, sagte der Erzbischof seiner Bistumszeitung am Donnerstag. Donald Trump hatte sich diffamierend gegenüber der Stadt Baltimore und mehreren schwarzen Politikern geäußert. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf domradio.de. Die evangelische Präsidentin des Ökumenischen Kirchentages 2021, Bettina Limperk, hat klare Worte bei ökumenisch strittigen Fragen gefordert. Im Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger kritisierte sie die Pflege der konfessionellen Gärtchen. Limperk sagte, es wäre schon viel gewonnen, wenn wir die Konflikte in aller Klarheit benennen und vernünftige Lösungen fordern. Der Ökumenische Kirchentag wird vom Evangelischen Kirchentag und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken gemeinsam veranstaltet. Er findet vom 12. bis zum 16. Mai 2021 in Frankfurt am Main statt. Papst Franziskus hat katholische Pfadfinder zum Engagement für die Umwelt und für Begegnung in Europa aufgerufen. Wenn der Mensch die Schöpfung weiter ausbeute, werde sie eine schreckliche Lektion erteilen, warnte das Kirchenoberhaupt bei einem Treffen mit 5000 Jugendlichen am Samstag in Rom. Dies sei jetzt schon zu sehen. Nur wenn man sich um sie kümmere, werden wir auch morgen ein Zuhause haben, so der Papst. Neues aus Kirche und Religion. Auch im Internet. domradio.de